Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin ziemlich aufgeregt, denn es gibt eine neue Lightroom-Version. Und zwar ist es ein Major-Update, wie man auf Englisch so schön sagt. Die Version 10 ist draußen von Lightroom Classic. Und da gibt es eine richtig, richtig coole neue Funktion, die ich dir in diesem Video vorstellen möchte. Denn es geht ums Color Grading. Viel Spaß! Wir sind drin im neuen Lightroom, Lightroom Classic Version 10. So heißt das Ganze offiziell und ich bin hier direkt mal in dem neuen Color Grading Tool drin. Das ist jetzt quasi die Ersetzung von dem Split Toning bzw. von der Teiltonung, wie es in Deutsch geheißen hat. Also das heißt jetzt hier einfach Color Grading und sieht halt auch komplett anders aus. Es erinnert so ein bisschen an das Color Grading von Filmen bzw. von Videos. Wenn man dort in der Schnittsoftware drin ist, dann kann man dort meistens die Mitteltöne, die Schatten und die Lichter einzeln einfärben. Und das ist jetzt quasi auch so ein bisschen in der Fotoindustrie heimisch geworden. Das kennt man schon so ein bisschen aus Capture One und Lightroom hat das Ganze jetzt auch hier mit implementiert. Und das Schöne daran ist, im Gegensatz zu der Teiltonung, die wir vorher hatten, ist, dass wir sowohl die Schatten als auch die Lichter einzeln tonen können. Das hatten wir auch schon vorher, aber jetzt sind noch die Mitteltöne mit dazugekommen. Das bedeutet, wir haben insgesamt mehr Möglichkeiten, wie wir ein Foto noch besser in dem Color Grading gestalten können. Und lass uns doch einfach mal gucken, wie wir das Ganze machen können. Ich habe ein Foto hier offen, das habe ich vor ein paar Wochen im Harz geschossen. Da haben wir mit dem Kai Hornung zusammen unseren Podcast aufgenommen im Fokus. Der wird ja auch hier auf diesem Kanal veröffentlicht. Also auch an der Stelle mal auf jeden Fall eine Empfehlung, falls du den Podcast noch nicht gesehen hast. Aber wir können jetzt hier mal gucken. Wir haben in dieser Standardeinstellung hier drei Rädchen bzw. Farbkreise, die wir gestalten können, nämlich die Schatten, die Mitteltöne und die Lichter. Die können wir uns natürlich auch einzeln anzeigen lassen. Mit einem Klick jetzt hier auf diese Buttons oben können wir zwischen den Schatten, den Mitteltönen und den Lichtern hin und her switchen und dadurch haben wir natürlich ein bisschen größere Fläche, mit der wir arbeiten können. Wir können ein bisschen präziser werden. Also ich denke mal, dass es besser ist, wenn wir in die einzelnen Ansichten hier reingehen, weil wir dann einfach ja noch besser arbeiten können. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze global zu machen. Das bedeutet, ich kann ein Foto auch insgesamt mit einer Farbe versehen. Zum Beispiel dieses Bild, wenn ich das jetzt mal hier blau gestalten möchte, ja, dann wird es insgesamt halt blau. Da muss ich jetzt gar nicht in die einzelnen Tonungen rein, sondern ich kann das hier auch ganz global machen, wenn ich das mit einer Farbe nur machen möchte. Ganz kurz noch ein kleiner Tipp, ein Doppelklick hier auf den Namen oben oder auch die gedrückte Options- oder Alt-Taste bewirkt, dass man das Ganze jetzt hier einfach wieder zurücksetzen kann. Und ich würde sagen, schauen wir uns doch einfach mal dieses Bild an, was wir hier in der Tonung machen können. Ich gehe als erstes mal in die Schatten rein, beziehungsweise in die Tiefen. Was mich ein bisschen verwirrt ist, das Ganze ist hier unterschiedlich übersetzt worden. Also hier einmal oben, wenn ich die Maustaste hier drüber halte, dann steht da Tiefen. Hier steht jetzt Schatten. Es ist im Endeffekt dasselbe, aber warum nutzt man da nicht das gleiche Wort? Aber das ist Kritik auf hohem Niveau. Ich kann jetzt hier reingehen und in diesem Rad, in diesem Farbkreis hier bestimmen, welche Farbe ich nutzen möchte. Die Farbe an sich kann ich jetzt hier einstellen, indem ich jetzt die Richtung hier von diesem kleinen Kreis ändere. Und ich würde jetzt mal behaupten oder sagen, dass in den Schatten hier ein warmer Farbton ganz cool wäre, weil wir ja auch hier den Sonnenaufgang mit drin haben. Und warum da nicht das Ganze so ein bisschen wärmer gestalten? Je weiter ich von der Mitte weggehe, desto gesättigter wird diese Farbe. Du siehst die ausgewählte Farbe hier unten auch immer nochmal in dem kleinen Quadrat drin. Und je weiter ich in die Mitte reingehe, desto ungesättigter ist es. Und je weiter ich nach außen gehe, desto gesättigter wird diese Farbe. Und ich kann halt hin und her gehen hier nochmal und den Farbton ändern. Wenn ich mir jetzt hier eine Sättigung ausgesucht habe und ich nehme das jetzt hier mal so ein bisschen weiter nach oben erstmal, um es dir zu demonstrieren, dann kann ich auch jederzeit hier oben nochmal den Farbton ändern, indem ich jetzt diesen Kreis hier oben außen nochmal hin und her bewege. Also das ist auch ganz schön, damit kann ich nochmal ein bisschen präziser arbeiten und dann werde ich die Sättigung jetzt hier mal ein bisschen wieder zurücksetzen. So, das ist jetzt also hier mal, das ist mir jetzt ein bisschen verrutscht, das ist jetzt hier an dieser Stelle mal der Schattenbereich, den würde ich jetzt hier so ein bisschen orange-gelblich einfärben. Das gefällt mir gut. Ich kann hier unten auch noch die Luminanz einstellen. Ja, also möchte ich die Schatten eher ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler haben. Das lasse ich jetzt aber von der Luminanz hier erstmal so.
Dann gehe ich als nächstes in die, nicht in die Mitteltöne, sondern erstmal in die Lichter rein. Die Lichter, die möchte ich ein bisschen bläulicher färben. Ja, so ein Zwischending zwischen Blau und Aquamarin möchte ich hier drin haben. Also je weiter ich das Blau färbe, siehst du schon an dem Himmel, ja, irgendwann wird er hier so ein bisschen lila. Deswegen schaue ich mal, dass ich das irgendwo hier so in dem Farbbereich lasse. Und dann werde ich hier die Sättigung auch wieder ein bisschen zurücksetzen, indem ich den Kreis hier wieder weiter Richtung Mitte bewege. Und jetzt kann man sich hier überlegen, möchte ich die Lichter noch ein bisschen abdunkeln? Ja, das sieht doch eigentlich schon mal ganz gut aus, wenn ich hier die Luminanz noch ein bisschen weiter nach unten setze, so auf minus 25 ungefähr. Und dann gehe ich als letztes in die Mitteltöne rein. Und hier kann ich mir jetzt aussuchen, die Mitteltöne, die würde ich aber auch eher noch so ein bisschen wärmer gestalten. Schauen wir doch mal, gehen wir auch hier so ein bisschen mehr so ins Gelbliche rein. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und jetzt kann ich auch hier nochmal gucken mit der Luminanz. Möchte ich das vielleicht sogar noch ein kleines bisschen aufhellen. Das gefällt mir an der Stelle ganz gut. Und jetzt kann ich hier mal so einen Vorher-Nachher-Vergleich machen, indem ich diese Palette hier oben einfach mal ausblende. So sah es vorher aus, so sieht es danach aus. Ja, ist eine ganze Menge passiert. Wir haben natürlich noch gar nichts weiter gemacht in den Grundeinstellungen und so. Das war jetzt wirklich hier nur mal das Color Grading. Aber du siehst, da kann man eine ganze Menge machen und das Ganze auch sehr präzise anwenden. Wir haben hier unten noch zwei Regler. Zum einen haben wir hier den Mischmodus. Da kann ich so ein bisschen die Übergänge noch bestimmen. Soll das Ganze so ein bisschen härter in den Übergängen sein oder ein bisschen weicher? Ich werde jetzt dafür das Ganze hier nochmal ein bisschen stärker anwenden, damit du das besser sehen kannst. Also die Schatten werden wir hier nochmal so ein bisschen doller einfärben und die Lichter dafür hier auch nochmal ein bisschen doller. Und jetzt kann man hier die Auswirkung von dem Mischmodus einfach noch ein bisschen besser sehen. Ich kann es auf der einen Seite relativ radikal machen, dann sieht man die Übergänge relativ stark. Ich kann es hier aber auch ein bisschen ins Negative ziehen und dann verändern sich diese Übergänge einfach nochmal so ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, das kann man jetzt hier so natürlich besser beurteilen, wenn ich, sage ich mal, ein Color Grading anwenden möchte, was ein bisschen weniger doll gesättigt ist, dann ist diese Auswirkung von dem Mischmodusregler natürlich auch wesentlich geringer. So, gehen wir jetzt nochmal hier ein bisschen zurück. Und nehme jetzt hier überall die Sättigung nochmal so ein bisschen raus, so dass wir es wirklich ein bisschen entspannter drin haben. Und dann haben wir hier unten noch den Abgleich. Den Abgleichregler, den kennst du auch schon. Hier kann man im Endeffekt bestimmen, möchte ich eher die Schatten so ein bisschen weiter Richtung Mitteltöne ziehen oder eher die Lichter. Das heißt, wenn ich jetzt, wie in diesem Fall, die Schatten etwas wärmer gemacht habe, dann kann ich hier mit dem Abgleich noch sagen, ich möchte mehr von dem Bild hier also wärmer haben oder aber ich möchte den Abgleich weiter nach rechts ziehen, dann kriege ich mehr von den Lichtern hier mit rein. Und jetzt natürlich bleibt die Frage, wenn du Presets hast, wo wir vorher mit der Teiltonung gearbeitet haben, ja, das wird mit übernommen. Da brauchst du also keine Angst haben, die arbeiten auch nach wie vor. Ich habe jetzt hier zum Beispiel meine Preset-Toolbox ja auch offen. Auch hier habe ich zum Beispiel mit der Teiltonung gearbeitet. Und ich kann jetzt einfach mal zeigen, wenn ich zum Beispiel hier blaue Lichter einstelle, dann wird das Ganze hier entsprechend verändert. In den Schatten hier habe ich nichts gemacht, aber in den Lichtern zum Beispiel, da siehst du, dass ich das Ganze hier so ein bisschen eingefärbt habe. Und da steht der Mischmodus dann auch standardmäßig auf 100%. Das wurde so übernommen aus der Teiltonung. Aber du kannst natürlich jederzeit den Mischmodus dann hier auch entsprechend noch einstellen. Also auch das funktioniert. Es wird quasi migriert, das Ganze. Und von daher brauchst du dir da keine Gedanken machen, falls du vorher mit der Preset-Toolbox zum Beispiel gearbeitet hast oder aber auch generell mit anderen Presets. Die werden auch in dieses neue Color-Grading-Tool hier mit übernommen. Mich würde natürlich deine Meinung zu den neuen Updates bzw. zu dem einen großen Update interessieren. Schreib sie mir gerne unten in die Kommentare, ob du denkst, dass jetzt das Color Grading Tool eine bessere Version von der Teiltonung ist oder aber auch nicht. Das würde mich sehr interessieren. Und ansonsten würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und falls du es noch nicht getan hast, kannst du natürlich auch gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Mach's gut und viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao.